Herzlich willkommen bei den Sport 1 News, meine Damen und Herren. Beim FC Schalke ist aus finanzieller Sicht vor dieser Saison alles okay. Schalke-Boss Tönjes erklärte gegenüber dem Kicker, dass das Stadion bis 2017/18 abbezahlt sei. Was sich sonst noch alles auf Schalke getan hat, das wird unter anderem in unserem Newsflash zusammengefasst. Raul soll bleiben. Schalke-Trainer Ralf Rangnick hat allen Spekulationen um einen Wechsel von Raul eine Absage erteilt. Es gebe keine Anfragen für ihn. Außerdem sei Raul auch nicht unzufrieden. Er habe seine taktische Position in der Mannschaft akzeptiert und sei damit glücklich. Er werde bei Schalke bleiben, sagte Rangnick der Bild-Zeitung. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, der Spanier würde aus Unzufriedenheit über seine neue Rolle im Mittelfeld die Schalker verlassen wollen und zurück in seine Heimat wechseln. Raul war beim Trainingslager des spanischen Erstligisten FC Malaga gesehen worden und hatte damit für neue Spekulationen um eine Rückkehr in die Primera Division gesorgt. Petritsch lässt HSV zappeln. Die Verhandlungen um eine vorzeitige Vertragsverlängerung zwischen dem HSV und Mladen Petritsch sind vorerst gescheitert. Man habe sich in sehr entspannter Atmosphäre unterhalten und die jeweiligen Vorstellungen ausgetauscht. Er wolle aber eine so wichtige Entscheidung über den weiteren Verlauf seiner Karriere in Ruhe und ohne jeglichen Druck treffen, sagte Petritsch. Trainer Michael Oenning und Sportdirektor Frank Arnesen hatten seit Wochen versucht, Petritsch von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Oenning hofft trotz der zunächst vertagten Verhandlungen, dass Petritsch über 2012 hinaus in Hamburg bleibt. Man wisse um seine Bedeutung für die Mannschaft und hoffe, dass er längerfristig bleiben werde, sagte der 45-jährige Hamburger Chefcoach. Diego-Wechsel rückt näher. Der Transfer des Wolfsburger Skandalprofis zu Atletico Madrid steht offenbar vor einem Abschluss. Die beiden Vereine sollen nur noch um die Ablösesumme feilschen. Wolfsburg will mindestens 10 Millionen Euro für Diego. Der Brasilianer soll sich mit Madrid bereits einig sein. Man warte nur darauf, dass der VfL und Atletico sich einigen. Diego habe große Lust, bei den Spaniern zu unterschreiben, sagte dessen Vater. Diego war am Ende der vergangenen Saison wegen wiederholten Undiszipliniertheiten von Trainer Felix Magath aus dem Kader gestrichen worden. Turk vor dem Aus. Dem erfahrenen Stürmer des Erstliga-Aufsteigers FC Augsburg droht die Reservistenrolle. Trainer Jos Luokay hatte den Topscorer der Augsburger überraschend aus dem Kader für das DFB-Pokalspiel gegen Oberhausen gestrichen. Er könne diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Er habe eine gute Vorbereitung gemacht und sogar die meisten Tore in den Testspielen erzielt. Warum der Trainer ihn nicht berücksichtigt habe, könne er sich nicht erklären, sagte Turk dem Kicker. Der 35-Jährige hat bei den Augsburgern noch einen Vertrag bis 2012. Am Wochenende begann die erste Runde im DFB-Pokal. Und neben den Bundesligisten Wolfsburg, Leverkusen und Freiburg ist auch Werder Bremen gegen einen Underdog ausgeschieden. Gegen den Drittligisten 1. FC Heidenheim setzte es ein 1:2. Also kein Wunder, dass die Alarmglocken in Bremen weiterhin läuten. Eine Krise, die sich fortsetzt. Probleme, die nicht gelöst werden. Immense Verletzungssorgen und damit fehlende Qualität. Werder startet so in die Saison, wie die letzte beendet wurde. Wir haben gestern versagt. Wir haben dem Verein großen Schaden zugefügt. Wir hätten die nächste Runde im Pokal aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch aus sportlicher Sicht sehr gut gebrauchen können. So, und das ist sicherlich nicht der Auftakt, den wir uns vorgestellt haben für diese Saison. Während Bremen sportlich wohl endgültig im Mittelmaß versinkt, tobt im Hintergrund der Machtkampf. Neuverpflichtungen werden vom Aufsichtsrat größtenteils geblockt. Selbst bei einem Leihgeschäft wie im Fall von Papastathopoulos wird intern wochenlang gefeilscht. Alofs Kampf für die Konkurrenzfähigkeit dadurch schwieriger denn je. Ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn man in der Verantwortung steht, dass man dann sagt so und den Zeigefinger hebt und sagt, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, wenn das nicht der Fall wäre, dann bräuchte man so einen Aufsichtsrat nicht. Also das ist alles in Ordnung. Wir wissen, dass wir nach Jahren, in denen wir nicht international vertreten sind, dass wir dann einfach unsere Ausgaben kürzen müssen. Neue Spieler gibt es demnach nur, wenn Leistungsträger verkauft werden. Doch wie passt das zum Anspruch einer Spitzenmannschaft? Voraussetzung für den wirtschaftlichen ist der sportliche Erfolg. Doch ohne Verstärkungen scheint der nur schwer möglich. Alof selbst hat sich damit wohl abgefunden. Seine letzte Hoffnung ruht auf den gefühlten Neuzugängen.
Wir haben das Abschlusstraining haben wir am Freitag absolviert. Da standen in unseren Reihen schon Naldo, Per Mertesacker und Sebastian Prödel, also drei Spieler, die jetzt unmittelbar dazukommen werden. In der nächsten Woche oder in zwei Wochen hoffen wir, dass Claudio Pizarro dann auch noch zu uns stößt. Also da kommen noch einige hinterher. Mehmet Ekici hat ja auch erst einige Tage trainiert. Also wir haben dort keine Notwendigkeit, jetzt noch etwas zu tun. Trotz personeller Lichtblicke scheint der Teufelskreis ausweglos. Passend, dass es zum Ligastart ausgerechnet gegen die Roten Teufel aus Lautern geht. Passend auch, dass Werder am letzten Spieltag der vergangenen Saison genau gegen diese verloren hat. Einen besseren Zeitpunkt für den Kurswechsel raus aus der Krise scheint es nicht zu geben. Das waren die Sport1 News. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.